Mein Name ist Eva Müller, ich bin amtierende rheinhessische Weinkönigin und komme aus Wöllstein. Ja, Riesling ist die Königin der Reben und Riesling ist so vielseitig wie jede Majestät, also kann von trocken bis lieblich, kann Riesling alles und das ist bei uns, glaube ich, auch. Jeder kann was anderes gut oder alles, wie auch immer, und deswegen finde ich, ist Riesling passend und ist auch die meist angebauteste Rebsorte bei uns in Deutschland. Das können nur wir Deutschen so richtig gut, guten Riesling, und Weinheim und Wein passt ja, also kam es dazu. Mein Name ist Romina Paukner, ich komme aus Gaudernheim und bin rheinhessische Weinprinzessin. Gut, beim Riesling, da gibt es eigentlich kein perfektes Match. Der Riesling ist so vielfältig, man kann ihn so vielfältig auch ausbauen, ob jetzt mit seiner spritzigen Säure oder als süßen Wein, als Dessertwein. Deshalb finde ich, wäre es der perfekte Begleiter für ein mehrgängiges Menü. In dem Fall, probieren geht über studieren. Wenn ich aber ein Perfect Match auswählen würde, dann würde ich Edipsche Spundekäse und Brezelcheddar dazu wählen. Ich bin Celine Feldmann, rheinhessische Weinprinzessin. Ich komme aus Armsheim. Wenn ich eine Rieslingrebe wäre, würde ich gerne in Rheinhessen gepflanzt werden, weil mir das Klima in Rheinhessen einfach super gut gefällt und weil ich die Möglichkeit habe, die vielfältigen Böden eben in mir wiederzuspiegeln, und darauf kann ich sehr stolz sein. Ich als Rieslingrebe fühle mich natürlich auch hier in der Trift in Weinheim sehr wohl, weil einfach das Rotliegende etwas ganz Besonderes für mich ist. Mein Name ist Franziska Kröhl. Ich bin aktuell eine der rheinhessischen Weinprinzessinnen und komme aus Weinholzheim. Vor allem an dem Standort hier kommen mir direkt Bilder von Muschelresten oder auch Haifischzähnen in den Kopf, denn hier hat sich einmal das Urmeer befunden. Aber ich muss auch direkt an den Zeitstrahl denken, denn der Riesling ist unsere älteste Rebsorte hier in Rheinhessen. 1490 war die erste liturgische Erwähnung in Rheinhessen, aber das bedeutet nicht, dass der Riesling altbacken ist, denn der Riesling ist sehr modern und lebendig. Und ist in Rheinhessen unsere wichtigste Rebsorte. Das sieht man auch daran, dass fast jeder Stock hier in Rheinhessen, oder fast jeder fünfte Stock hier in Rheinhessen Riesling ist. Und ja, Riesling ist auch das Aushängeschild für den deutschen Weinbau. Mein Name ist Andrea Böhm, ich bin rheinhessische Weinprinzessin und ich komme aus Wörstadt, also aus dem Herzen von Rheinhessen. Die Rebsorte Riesling ist unglaublich vielseitig und abwechslungsreich. Wenn ich ein Rieslingwein wäre, dann würde aus mir ganz bestimmt ein fruchtiger und spritziger Riesling-Sekt werden, denn aus mir sprudelt die Energie und ich könnte niemals still sitzen bleiben. Ich würde mich aber auch super in einer Cuvée machen,